Domian, der Telefontalk im WDR Fernsehen. 0800 220 5050. Domian. Anrufen und reden. 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen zu unserer Donnerstagsausgabe, die auch heute wieder eine freie Themenausgabe ist. Und das heißt, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, hier live im Fernsehen. Ganz egal, über welches Thema. Telefonnummer nochmal 0800 220 5050, Faxnummer 0800 220 5051 und die E-Mail-Adresse, die ist ja auch eingeblendet, domian@wdr.de. Kurze Frage also an euch, über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Und meine erste Frau heute Nacht, das ist die Jasmin und die ist 36 Jahre alt. Guten Morgen oder guten Abend. Guten Abend, Jürgen. Hallo Jasmin. Hallo. Um was geht's bei dir? Was ist dein Thema? Mein Thema ist Telefonsex und dass keiner etwas davon weiß. Ich wollte gerade sagen, die Stimme klingt schon so erotisch, dass ich fast schon ein erotisches Gefühl hatte, bevor du das Wort Telefonsex gerade gesagt hast. Dankeschön, ich gebe mir Mühe. Ja. Also, Telefonsex und davon weiß niemand was. Es weiß keiner was davon. Das heißt, du arbeitest als Telefonsex-Anbieterin? Ganz genau. Ganz professionell? Nein, nicht professionell. Und zwar bin ich durch deine Sendung darauf gekommen. So. Ja, es war vor ein paar Monaten. Es war vor ein paar Monaten eine junge Dame da, ja, die erzählte, sie hat sich vorher prostituiert, war an MS erkrankt, falls du dich erinnern kannst. Ja, kann ich, ja. Und ich hatte auch an euch einen Fax geschickt, weil ich mich mal mit ihr in Verbindung setzen wollte, aber da kam ich danach. Ja. Und dann dachte ich, okay, probierst du das eben halt auch mal aus. Ah. Weil ich dieselbe Krankheit habe. Ah, du bist auch MS-krank? Ganz genau. Ja. Sehr weit fortgeschritten schon, ein schwer erkrankt? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Gehst du denn auch noch einem, ich sag mal, einem normalen Beruf nach? Nein, ich bin Frührentner. Frührentnerin, ja. Genau. So, und nun bist du Telefonsexerin. Ja. Ja. Kann man sagen, seit ein paar Wochen erst, ne? Nein, ein paar Monaten. Nein, seit ungefähr Februar. Ja. März. Ja. Und wie geht es dir so von der Hand? Sagen wir mal, am Anfang war es sehr schwierig. Dann habe ich meinen Chef angerufen und habe gesagt, das haut nicht hin, das klappt nicht. Mhm. Und er hat gesagt, gib mal nicht so schnell auf, das ist Routine. Mhm. Und heute ist es einfach nur noch Routine. So, und jetzt das Problem, was ich eben halt habe, ist das schlechte Gewissen den Typen gegenüber. Welchen Typen gegenüber? Den Kunden? Den Kunden gegenüber. Warum? Ganz Warum? Genau. Also erstmal befinde ich mich in einer Art Zwiespalt. Wenn Männer am Telefon sind, die nicht mehr ganz dicht im Schädel sind, auf Deutsch gesagt, die es denn mit Kindern treiben wollen und so weiter und so fort. Ja gut, das musst du ja nicht mitmachen. Nein, man muss nicht. Man sagt auf der anderen Seite, die Gedanken sind frei. Jetzt frage ich mich, mache ich das mit, lassen sie dann Kinder in Ruhe? Oder, wenn ich es nicht mitmache, animiere ich sie dann erst recht dazu? Ja, gut. Das ist jetzt ein Teil der Problematik. Das ist ein Teil der Problematik. Bevor wir das jetzt vertiefen, erklär mir das mal mit dem schlechten Gewissen. Wieso hast du den Typen, den Anrufern, deinen Kunden gegenüber ein schlechtes Gewissen? Weil sie im Grunde genommen abgezockt werden, Jürgen. Weil sie abgezockt werden. Ja. Es sind manchmal sehr niveauvolle Männer dabei. Ja. Es sind aber auch, auf Deutsch gesagt, ganz arme Würmer dabei. Das heißt, im Prinzip ist natürlich deine Aufgabe, die Jungs so lange wie möglich an der Leitung zu halten. Natürlich. Du machst wahrscheinlich irgendwelche Dinge dabei und hast alles andere im Kopf als Erotik und Sexualität. Ja, aber ich muss dazu sagen, es haben viele schon behauptet, ich bügel dabei, ich wasche dabei ab und mache dies und mache das. Und das ist eine sehr große Lüge, weil es ist eine tierische Kopfarbeit. Ach so. Es ist eine wahnsinnige Kopfarbeit. Du sitzt dann doch konzentriert auf deinem Sofa und begibst dich dann so in diese Fantasien hinein. Auf meinem Sofa. Ich sitze am Schreibtisch. Ich habe Zettel vor mir liegen. Aha. Und da wird alles aufgeschrieben, bei wem ich wer war. Was, bei wem du fair warst? Bei wem ich wer war. Ich habe ja verschiedene Namen.
Ich habe verschiedene Pseudonyme. Hier bin ich Devot, da bin ich Dominant, da mache ich Rollenspiele und so weiter und so fort. Das heißt, damit du danach, wenn jemand wieder anruft und du kannst dann direkt in die Rolle wieder reinschlüpfen. Ganz genau. So, jetzt aber mal zu der Problematik von gerade. Da ist jetzt irgend so ein Typ, der will eine Fantasie, eine Kindersex-Fantasie mit dir durchspielen. Ganz genau. Ich finde, dass das überhaupt gar keine Sekunde der Überlegung ist, das mitzumachen. Ich finde, nein, das darf man nicht mitmachen. Weißt du, wenn, nun kann man natürlich vielleicht irgendwie spekulieren, wenn ich das jetzt hier nicht mitmache, dann geht der an Kinder ran. Ich halte von dieser Spekulation nichts. Ich finde es schlimmer, wenn man sich mit diesen Typen in diese Fantasie hineinbegibt. Vielleicht macht man sie dann noch schärfer darauf und noch gieriger, so etwas vielleicht irgendwann dann mal real zu erleben. Ich finde, da solltest du eine klare Grenze ziehen und sagen, nee, das mache ich nicht, Schluss aus, Jungs. Ja, aber Jürgen, wo ist die Grenze? Wo willst du die Grenze ziehen? Zum Beispiel bei die Kindern? Zum Beispiel, ja. Mhm. Bei den eigenen Müttern? Ein Typ wollte, dass ich seine eigene Mutter bin. Wo willst du die Grenze ziehen? Du wirst sie ziehen. Du nach deinem Empfinden, nach deinem moralischen und nach deinem subjektiven Geschmacksempfinden auch, solltest die Grenze ziehen. Aber die andere Sache ist ja nun, dass du sagst, die fühlen sich ausgenutzt. Dann kann ich ja eigentlich sagen zu dir, pass mal auf, du hast Probleme moralischer Natur, was wir gerade gesprochen haben. Ich habe ein schlechtes Gewissen, ja. Ja, so. Und also ein schlechtes Gewissen umfasst ja beide Themenaspekte. Warum hörst du da nicht auf? Erstmal aus dem einen Grund, weil ich ansonsten überhaupt nichts zu tun habe. Mhm. Mein Mann beruflich sehr stark engagiert ist. Ja. Deswegen kann ich auch nachts ans Telefon, weil er im Schichtdienst arbeitet. Gut, aber es muss ja irgendeine Alternative geben. Es gibt ja noch Alternativen zum Telefonsex für Leute, die nichts zu tun haben. Zum Beispiel? Du könntest vielleicht bei einem Callcenter arbeiten. Beim Callcenter? Ja, das kann man auch von zu Hause aus. Ja, wurde mir auch schon angeboten. Mhm. Das sind diese sogenannten 090er-Nummern, wo dann 8823 geschrieben wird und wo du den ganzen Tag vorm Computer sitzt. Ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt die gute Alternative ist, aber ich wurde gerade hellhörig. Du hast gesagt, dein Freund ist den ganzen Tag unterwegs? Mein Mann. Dein Mann? Ich bin verheiratet, ja. Weiß der Mann denn davon, dass du das machst? Nein, um Gottes Willen. Also noch eine Gewissensplage kommt dazu. Eigentlich nicht, weil wie soll das erfahren, Jürgen? Gut, ich weiß es nicht, aber alles kann irgendwie durch einen dummen Zufall irgendwie rauskommen. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Was würde er denn sagen, wenn er das erfahren würde, dass du Telefonsex machst? Er würde mit mir darüber reden. Das ist ja schon mal gut. Aber welche Konsequenz hätte dieses Reden? Die Konsequenz wahrscheinlich, dass er mich vor die Entscheidung stellen würde, entweder oder. Mhm. Das heißt, so locker tolerant würde er gar nicht damit umgehen. Doch schon locker tolerant, aber er würde mich wahrscheinlich schon darum bitten, damit aufzuhören. Mhm. Also ich finde, Jasmin, da spricht jetzt so vieles dagegen, das zu tun. Einmal, dass dein Freund damit letztendlich nicht klar käme, wenn er es rauskriegt. Deine ganzen Bedenken, dein schlechtes Gewissen, ich würde es nicht machen. Ich würde es wirklich nicht machen. Also irgendeine Beschäftigung, irgendwas muss es ja alternativ dazu geben. Ja, ich habe schon einiges versucht, aber leider ist mir das bis jetzt noch nicht gelungen. Ja. Aber ich, wie gesagt, ich würde es sehr ernst nehmen, was du gerade gesagt hast. Ich nehme das sehr ernst und würde dir dringend raten, irgendwie in einen anderen Bereich zu gehen. Ja, ich würde es versuchen. Und da würde ich dir wirklich gerne von Herzen alles Gute wünschen und vor allen Dingen viel Erfolg. Dankeschön und schönen Gruß an dein Team. Ihr seid wirklich toll, macht weiter so. Richtig gerne aus, Jasmin. Und ich hätte gerne noch ein Autogramm, wenn das geht. Machen wir. Du legst auf und wir rufen dich gleich nochmal an wegen der Anschrift. Super. Okay, tschüss. Danke, Jürgen. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt, dann ran ans Telefon. Kostenfreie Telefonnummer für euch 0800 220 5050. Oder ihr könnt mir auch faxen unter 0800 220 5051. Jetzt bin ich verbunden mit Nathalie. Und Nathalie ist 21 Jahre alt. Hallo. Hi. Hallo Nathalie. Was ist dein Thema? Um was geht es? Ja, mein Thema ist, dass ich ziemlich viele One-Night-Stands habe, aber dass ich damit irgendwie überhaupt nicht glücklich bin. Also du bist, klären wir das mal vorab, in keiner festen Beziehung? Nein. Nein, Gott sei Dank. Ich dachte schon, dass du irgendwie fest liiert bist und, naja. Nee, bin ich leider Man nicht. Hört ja so einiges. Ja. Ja. Also du bist solo. Ja. Aber bist viel auf der Piste. Ja, schon. Ja? Also in letzter Zeit nicht mehr so doll, weil ich möchte eigentlich eine feste Beziehung. Das ist ja eigentlich das, was irgendwie gar nicht so zusammenpasst. Mhm.
Wie viele One-Night-Stands sind denn so in den letzten, sagen wir mal, im letzten Jahr? Das ist überschaubar. Wie viel gab es denn da? Also ich weiß jetzt, ich bin seit 2 Jahren solo, da waren es jetzt so ungefähr 40. 40? 40? Ja. Schon eine ganze Stange, ne? Ja, 40. Schon irgendwie. Das heißt, du kannst dich im Einzelnen gar nicht mehr an die Namen. An die Namen. Ist schon schwierig. Ja. Es wird schwieriger. Mhm. Also ich habe auch einige Affären, so ist das nicht, aber es ist halt alles nicht so das Wahre. Ja. Was treibt dich denn immer wieder in die Betten der Männer? Die Männer, der Sex. Der Sex, also ganz profan ausgedrückt ist es die Geilheit. Ja, schon teilweise, ja. Mhm. Aber irgendwie, wenn das dann so lange läuft, ist da jetzt so ein schaler Geschmack entstanden. Ja, es ist ja so, also meistens habe ich ja Interesse an den Männern und denke auch, man könnte ja eine Beziehung mit denen führen, aber sobald ich die dann irgendwie hatte oder die Interesse an mir zeigen, habe ich irgendwie gar kein Interesse mehr an denen. Gab es denn bei den 40 Männern in den letzten 2 Jahren, bleiben wir mal dabei, gab es da einen, von dem du so dachtest oder gedacht hast, ja, der könnte es eventuell sein, den finde ich schon sehr interessant, das ist ein toller Typ. Ja, den gab es schon, den gibt es auch immer noch, aber der hat halt eine Freundin. Von daher hat sich das ja erledigt. Vor dieser Zeit warst du in einer Beziehung? Ja. Wie lange? 2 Jahre lang. 2 Jahre. 2 Jahre lang. Warst du da treu? Ich ja. Ja. Und wiederum vor dieser Beziehungszeit, warst du da auch so heiß drauf? Oder ist das jetzt... Nee, also das ist erst danach entstanden. Ich meine, ich bin ja auch nicht so alt, ne? Mhm. Davor war es halt eben noch nicht so. Ja, stimmt. Das wäre dann sehr früh alles gewesen. War ja auch mein erster Freund, mit dem ich dann so lange zusammen war. Also ich will dir mal sagen, Nathalie, in dem Alter finde ich das eigentlich auch noch okay, wenn man sich austobt, wenn man Bock drauf hat. Und ja, das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist ja, dass ich schon eine Beziehung haben möchte. Ja, ist klar. Es nur sehr schwierig ist, wenn ich das Interesse sofort verliere. Ich glaube ja, dass wenn man das zu sehr treibt mit den One-Night-Stands und den Affären, dass man irgendwann nicht mehr sensibel ist und auch nicht mehr geduldig genug ist, sich auf einen Menschen einzulassen. Das ist, glaube ich, der einzige Nachteil, wenn man sich so von Bett zu Bett begibt. Ja. Wogegen ja eigentlich, wie gesagt, für eine Weile gar nichts einzuwenden ist. Ja, das macht ja mittlerweile auch keinen Spaß mehr. Also bis auf den Sex, wenn es dann vorbei ist, dann denke ich auch so. Wie wäre es dann, dass du einfach mal in der nächsten Zeit mit ein bisschen weiblicher Disziplin darauf verzichtest? Das wird, glaube ich, schwierig. Warum? Du lässt dich doch nicht so gehen, dass du immerzu dann auch einen Mann brauchst. Ja, nicht immer, aber so einmal im Monat mindestens. Es wäre ja interessant, dich zu beobachten, wie du funktionierst und in welche Stimmung du gerätst, wenn eben dieser ständige, schnelle Wechsel nicht passiert. Fahr es zumindest etwas runter. Ja, aber es hilft ja nicht wirklich bei den Problemen. So, ich meine, es gibt ja auch, es waren einige Männer dabei, die ja wirklich Interesse an der Beziehung hatten und die habe ich dann halt eben von vornherein abgeblockt, weil ich irgendwie überhaupt gar kein Vertrauen mehr zu Männern haben kann. Ja, aber das ist ja albern. Das ist ja albern. Warum kannst du kein Vertrauen zu Männern haben, nur weil du schon viele Männer hattest? Warum? Nein, ich glaube nicht, dass das an der Anzahl der One-Night-Stands liegt, sondern glaube ich eher an der Beziehung von früher. Also da wurde ich halt eben sehr, sehr hart enttäuscht. Aber Nathalie, jetzt hast du einmal eine schlimme Erfahrung in deiner Beziehung mit einem Typ gemacht. Dadurch kannst du doch jetzt nicht das Resultat ziehen, dass du keinen Mann mehr misstraust. Kein Mann mehr traust, sondern allen misstraust. Ja, im Prinzip, ich weiß es ja, mir ist es ja sehr wohl bewusst, aber ich meine, im Unterbewusstsein reagiere ich dann trotzdem immer so abweisend. Und okay, aber da musst du halt dann jetzt wirklich mit der Ratio, mit der Vernunft etwas gegen angehen. Weil das ist völlig albern, wenn du da auch schlechte Erfahrungen gemacht hast, du kannst mit dem nächsten Mann absolut tolle Erfahrungen machen und eine glückliche Beziehung führen. Also ja, aber es fällt mir auch sehr schwer, wenn ich einen Mann kennenlerne, dann Nein zu sagen, wenn es dann mal so dazu kommt. Muss man dann halt, muss auch eine junge, attraktive Frau dann auch mal lernen. Also ich finde, das ein bisschen runterfahren, damit die Häufigkeit nicht zu extrem wird. Und einfach mal wirklich auch über den eigenen Schatten springen. Und sich dann, wenn du jemanden triffst, den du gut findest, wo du von vornherein ein gutes Gefühl hast, ist ein netter Typ, hat vielleicht auch einen guten Charakter, dann lass dich mal einfach fallen. Mein Gott, was hast du denn zu verlieren? Und wenn es nochmal eine Enttäuschung würde, na und? Was meinst du, wie oft du noch im Leben enttäuscht wirst? So ist es nun mal. Aber nur wer dieses Risiko eingeht, hat auch die Chance, irgendwann mal auf einen guten Typ zu treffen oder auf eine gute Frau zu treffen. Ja, es ist aber nicht so einfach, dieses Risiko dann einzugehen und zu sagen, naja, ich leg's jetzt mal drauf an. Ne? Nichts ist einfach, was vielleicht irgendwann mal ein tolles Ziel hat. Ein bisschen muss man schon riskieren. Ja, du sagst das jetzt so einfach. Ein bisschen riskieren, ein bisschen gegen sich angehen und ich bin sicher, in einem Jahr ruft Nathalie mich an und sagt, Domian, ich habe meinen Traummann gefunden und bin total glücklich.
Wollen wir es gemeinsam hoffen. Toi, Nathalie. Okay, danke schön. Tschüss. Ja, ciao. Das war unsere Nathalie, die den Männern gegenüber misstrauisch ist. Und hier ist Frank, 39 Jahre alt. Hallo. Hallo Domian. Hallo Frank. So, über was unterhalten wir beide uns? Mal ein bisschen ein ernsteres Thema. Ja. Ich habe Angst, dass mein Sohn bald stirbt. Wie alt ist dein Sohn? 10 Jahre. Ja. Warum hast du Angst, dass er stirbt? Mein Sohn ist im April 2001 an einem Gehirntumor erkrankt. Mhm. Wir waren fast anderthalb Jahre in Behandlung. Mhm. Der Junge, der hat einen Streifen mitgemacht, was jetzt so Chemotherapie und Strahlentherapie anbelangt. Damals im April 2001, sagst du? Ja. Ja. Wie hat sich der Tumor bemerkbar gemacht bei dem Jungen? Der Mike, der wurde halb schlapp und in der Schule sagte er, er könnte die Tafel nicht mehr sehen. Mhm. Wir haben ihn dann halt in der Schule halt nach vorne setzen lassen. Dann geht man so die ganz normalen Wege zum Kinderarzt. Mhm. Der Kinderarzt macht macht Vitamintests, der macht dies und das. Ja, wie lange hat es denn gedauert, bis man... Wenige Wochen. Wenige Wochen. Mhm. Wir sind dann schließlich beim Augenarzt gelandet. Ja. Der Kinderarzt hat uns zum Augenarzt überwiesen, dann muss man so Tropfen reinträufeln, dass sich die Pupillen weiten. Mhm. Als meine Frau dann beim Augenarzt ankam, da konnte mein Kind schon nicht mehr stehen und nicht mehr. Mhm. Der Augenarzt hat nur gefragt, was wollen Sie hier? Und der hat uns zurück zum Kinderarzt geschickt und dann ging es mit dem Krankenwagen halt zur Universitätsklinik. Ist der Junge auch operiert worden? Es ist bei ihm der Gehirn, also der Tumor selber, der ist soweit abgearbeitet worden, wie es irgendwie möglich war. Durch was? Durch Chemotherapie? Nein, es hat eine Operation stattgefunden. Ach so, es hat eine stattgefunden. Nur wenn du einen Tumor im Fleisch hast, schneidet man so etwas noch drumherum mit weg, sicherheitshalber. Mhm. So ein Gehirntumor, der wird abgearbeitet bis zu einem Punkt, wo der Operateur sagt, ab jetzt mache ich mehr kaputt, als ich retten kann. Mhm. Also das heißt, er ist operiert worden, was natürlich auch ein schwerer Eingriff ist für so ein Kind. Und vermutlich sind dann auch noch Chemotherapien gemacht worden. Du hast es, glaube ich, gerade auch schon gesagt. Ja, es fällt mir alles ein bisschen schwer, darüber zu sprechen. Er ist eben dadurch, weil dieser Tumor eben Liquorwege verlegt hat. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Liquorwege verlegt hat, also Nervenwasserwege verlegt hat, ist ein erhöhter Hirninnendruck entstanden. Mhm. Mein Sohn ist deswegen fast erblindet. Mhm. Danach haben dann diverse Chemotherapien stattgefunden, die auch nicht angeschlagen haben. Ja. Wir haben dann eine Strahlentherapie gemacht, wo er zweimal täglich 6 Wochen lang bestrahlt wurde. Mhm. Das hat dann letztendlich zum Erfolg geführt. Er hatte danach noch Erhaltungschemotherapie. Mhm. Also ich merke schon, der kleine Junge hat irrsinnig viel schon mitgemacht in den paar Jahren. Hat so viel mitgemacht. Ja. Wie ist denn sein ganz aktueller Gesundheitszustand jetzt heute Abend? Heute Abend, ich kann dir sagen, was er heute gemacht hat. Mhm. Er war heute von der Schule aus schwimmen. Ja, das heißt, und er hat dabei sehr viel Spaß gehabt. Mhm. Und er ist eigentlich glücklich nach Hause gekommen. Ein glückliches, kaputtes Kind. Ja, das heißt also, zur Schule gehen kann er. Er geht jetzt seit fast einem Jahr wieder zur Schule. Mhm. Das hört sich ja jetzt eigentlich ein bisschen positiv an. Also er geht zur Schule und... Domian. Aber du hast gerade gesagt... Unser Sohn, der ist im vergangenen Jahr für gesund erklärt worden. Ja. Danach hatten wir dann diverse Kontrolluntersuchungen und auch zu Hause ging es dann halt weiter. Er ging wieder in die Schule, er hat die Schule gewechselt. Er ist von seiner normalen Grundschule, ist er dann an eine Blinden- und Sehbehindertenschule gewechselt. Mhm. Er hat die Brailleschrift gelernt. Das heißt also, das Sehvermögen ist schon ist gravierend gestört. Der Mike sieht so gut wie nichts mehr. Wie nichts mehr. Mhm. Jetzt erkläre mir, warum du diesen traurigen Satz gerade am Anfang gesagt hast. Ich habe Angst, dass mein Sohn stirbt. Das will ich dir sagen. Bei einer dieser Kontrolluntersuchungen vor 3 Wochen
ist festgestellt worden, dass der Mike ein Rezidiv hat. Das heißt? Das heißt, dass dieser Tumor wiedergekommen ist. Mhm. Wir haben jetzt vor 2 Wochen eine große Untersuchung in der Universitätsklinik gehabt. Mhm. Es sind Tumorzellen auch im Rückenmark festgestellt worden. Mhm. Und die großen Pfeile, die die Ärzte im Köcher haben, die Strahlentherapie, mhm, die sind verschossen. Strahlentherapie, das muss man sich so vorstellen wie Röntgen. Man kann sich nicht unendlich oft röntgen, ja, weil sonst leiden die Nerven da halt drunter. Was haben denn die Ärzte, nachdem jetzt diese neue traurige Diagnose gestellt wurde, was haben denn die Ärzte euch geraten, was jetzt zu tun ist? Die haben uns vor 2 Alternativen gestellt. Mhm. Die erste Alternative ist, wir probieren es noch einmal mit einer Chemotherapie. Ja. Das ist verbunden mit körperlichem Verfall, wenn ich das mal so sagen, mhm, darf. Mhm. Und die zweite Alternative ist, dass er eine ambulante Chemo nimmt, Tabletten, mhm, die aber nicht mehr das Ziel Heilung hat. Ja, sondern das Ziel, alles zu verzögern etwas. Das Ziel zu verzögern, mhm, dass es dann doch irgendwann zu Ende geht. Nun haben die Ärzte diese beiden Alternativen aufgeführt. Wir mussten die Entscheidung treffen. Und welche Entscheidung habt ihr getroffen? Wir haben uns dafür entschieden, nochmal eine Chemotherapie zu beginnen, mhm, nochmal einen Heilungsversuch zu machen. Weißt du, Frank, als du das gerade gesagt hast, diese beiden Therapien, ich bin ja nun überhaupt nicht in dem Fall wirklich drin. Ich kann das ja nur jetzt beurteilen aufgrund dessen, was du gerade erzählt hast. Habe ich so spontan innerlich gedacht, ich würde mich für diese Alternative entscheiden. Und jetzt habt ihr euch auch so entschieden. Weißt du was, Domian? Wenn du einmal gesehen hast, wie dein Kind durch diese Chemotherapie, mir fällt kein anderes Wort ein, verfällt, mhm, dann hast du eine andere Einstellung dazu. Ja, aber dennoch habt ihr es ja so entschieden. Wir haben es so entschieden. Nämlich, weil wir werden es nicht bis zum Exzess treiben. Mhm. Aber wenn es ein Hauch von Hoffnung gibt, dann auf diesem Weg. Das ist unsere letzte Chance. Ja, ja. Das heißt, was heißt unsere letzte Chance? Das ist die letzte Chance unseres Sohnes. Mhm. Und das ist eine ganz, ganz geringe Chance. Ist das euer einziges Kind? Nein, wir haben noch 2 andere Kinder. Wie alt sind die? 15 und 13. Mhm. Wie geht denn die Familie mit dieser sehr bedrückenden Situation um? Domian, vor 3 Wochen haben wir diese Nachricht bekommen, mhm, dass ein Rezidiv gefunden wurde. Ja. Und du kannst dir vorstellen, dass hier bei uns zu Hause die Flaggen auf Halbmast, mhm, gehangen haben. Mhm. Wir haben versucht, mit den Kindern zu sprechen. Die wissen viel. Ja. Und auch unser Sohn, der betroffene Sohn, der jüngste Sohn, der war immer kindgerecht informiert. Mhm. Und sie haben alle geweint. Mhm. Auch obwohl die Kinder nur kindgerecht informiert sind, alle Kinder. Das betroffene Kind, mhm, weiß der Junge, wie ernst es um ihn steht? Er ist 10 Jahre alt und er nimmt es halt so, wie es halt ein Kind nimmt. Mhm. Ich bin halt krank, okay. Mhm. Ja, gut, ich bin sehr krank. Aber es gibt halt auch Sachen, womit du ihn ablenken kannst. Mhm. Er wünscht sich seit sehr langer Zeit, wünscht er sich eine Landschildkröte. Mhm. Wir haben jetzt eine Landschildkröte gekauft. Mhm. Und als es dann hieß, du kriegst eine Landschildkröte, war für ihn die Welt wieder in Ordnung. Mhm. Und jetzt hat er seine Landschildkröte. Aber das ist doch schön. Für ihn ist die Welt in Ordnung. Und das ist auch schon rührend, wenn man das so hört. Mhm. Mein Gott, Frank, was meinst du, wie viele Menschen dir jetzt, die dir zugehört haben, uns zugehört haben, wie viele Menschen, ich würde fast sagen alle Menschen, euch die Daumen drücken und euch von Herzen Glück und wirklich Glück wünschen, dass der Kleine diese kleine Chance, die er hat, dass die zu einem Erfolg führt. Und dass er wieder gesund wird. Dass er das schafft. Ich würde es dir so von Herzen wünschen. So von Herzen. Ich glaube, man kann das nur andeutungsweise erahnen, wenn man nicht selbst betroffen ist, was das bedeutet, ein Kind an der Seite zu haben, was so schwer krank ist und man auch die Angst im Nacken sitzen hat, das Kind könnte sterben. Domian,
der Mike wurde 1,5 Jahre behandelt. Wir haben ihn nicht einen Tag alleine im Krankenhaus gelassen. Wir haben alles getan, alles gegeben. Wir haben alles richtig gemacht. Wir waren immer pünktlich da. Wir waren immer pünktlich im Krankenhaus. Wir haben alles gegeben, was ein Mensch nur geben kann. Ja. Jetzt so ein Rückschlag. Aber das ist doch auch gut, wenn man das so sagen kann. Wir haben bisher alles gemacht. Wir haben das Optimale getan für ihn. Und jetzt muss man es in die Hände des Schicksals oder wie immer man das auch nennen mag, legen, das Ganze. Lieber Frank, ich möchte, dass du deine Frau herzlich von mir grüßt. Ich möchte euch von tiefstem Herzen wünschen, dass der Junge wieder gesund wird. Und wenn du gerne möchtest, ich merke ja, dass du sehr angeschlagen bist, kannst du jetzt gerne auch noch ein paar Worte und auch noch ein paar mehr Worte mit meiner Psychologin sprechen. Möchtest du das? Ja. Gut. Dann legst du auf und meine Psychologin, die Elke, ruft dich gleich an. Okay. Und ich wünsche von Herzen alles Glück. Ich danke dir. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, jetzt geht es weiter mit Cedric. Stimmt das? Jawohl, hallo Domian. Cedric. Ja. Das ist ein französischer Name. Nein, das ist ein englischer Name, soweit ich weiß. Ja, stimmt. Wo du es gerade so sagst. Ja. Um was geht's bei dir? Es geht um mein Problem mit der Angst vor statischer Belastung. Und statisch heißt jetzt in Bauingenieur-Sachen. Ich gebe dir mal ein Beispiel, weil das ist ganz problematisch. Ja. Wenn ich in einem Raum bin, wo sehr viele Möbel drin stehen, die sehr schwer sind, und es ist für mein subjektives Befinden einfach zu viel Gewicht, dann kriege ich so eine Art Panikattacke. Ach, dann hast du Angst, dass die Decke eventuell einstürzen könnte? Ja, so ungefähr. Es sind zwei Sachen. Ich habe in dem Moment also Mitleid oder Mitgefühl mit diesem toten Material, das heißt mit der Decke, der tragenden Decke, auf der die Möbel stehen. Ach. Und ich habe gleichzeitig kein Vertrauen in das Material. Also, das sind ja zwei ganz, ganz verschiedene Sachen. Das eine kann ich jetzt erstmal ganz gut nachvollziehen, dass man Angst hat, zum Beispiel auch auf so schwebende Balkons zu gehen. Ja, genau. Ne? Dass man, haben viele Leute, ja. dass sie Angst haben, das Ding bricht gleich durch, wenn man da vielleicht mit mehreren Leuten drauf geht. So ist das, ja. Aber das andere, das ist ja nun sehr schräg. Du hast Entschuldige, wenn ich lache. Ja. Habe ich noch nicht so gehört, ich meine es jetzt nicht böse. Ja. Du hast Mitleid mit dem Material. Ja, genau. Wenn da auf dem Balkon, wie du sagst, so viele Leute drauf sind, dann habe ich Mitleid und ich möchte am liebsten eine ganze Anzahl von Leuten von dem Balkon runterschicken. Ja gut, du hast Mitleid mit den Leuten, das kann ich auch noch verstehen, falls die eventuell da runterstoßen. Nein, mit den Leuten nicht, mit dem Material. Mit dem Material des Balkons. So ist es. Ja. Musst du da selbst auch drüber lachen, oder? Ja, teilweise schon, aber ich sag mal, ihr hattet gestern diesen jungen Mann Sven am Telefon, der auch unter Panikattacken litt, einer ganz anderen Art. Und ich leide in dem Moment genauso wie er, ja? Ich habe tierische Angst, ich fange echt an zu schwitzen und ich gebe dir noch ein anderes Beispiel. Ich habe einen Kirchturm bei uns besichtigt, der ist 70 Meter hoch. Mhm. Und wenn du hochgestiegen bist, kannst du außen am Turm auf so einer kleinen Balkon rundherum gehen. Ja. Ich war mit einer Freundin und die sagte, was hast du? Hast du Höhenangst? Ich sage, nein. Ich fühle mich einfach, ich traue dem Material nicht. Ich bin total unsicher. Es war doppelt vergittert. Mhm. Und ich habe mich also da einmal rumgetastet und naja. Kann ich alles nachvollziehen, irgendwie so ein bisschen. Ja. Wahrscheinlich hast du auch Angst, im Aufzug zu stehen oder zu fahren, oder? Ich bin schon stecken geblieben. Wie schlimm? Das war nur schlimm, weil ich mir, ich hatte Gedanken an die Stahlseile. Mit denen hatte ich in dem Moment Mitleid, weil die so viele Personen tragen mussten. Aber nicht deswegen. Also, das ist doch völlig schräg, dass du Mitleid mit Stahlseilen hast. Ich weiß, aber ich plage mich schon ein Leben lang damit rum. Und es ist wirklich, in dem Moment ist es furchtbar. Ich habe keine klaustrophobische Angst, weil es war wirklich im letzten Jahr im Sommer 30 Grad, der Fahrstuhl war proppenvoll, aber es ging mir nur um die Stahlseile, um das Material, ja? Ja. Das ist unglaublich. Ja. Denkst du denn, dass Stahlseile oder dass ein Betonboden in einer Wohnung ein Eigenleben hat? Ein Eigenleben nicht wirklich, aber ich meine, alle Materie besteht aus Atomen. Ja.
Und wenn man du meinst, jedes Atom hat auch so sein kleines Seelchen irgendwo. Ja, so ungefähr, ja. Wenn man es philosophisch betrachtet, ja. Also, ich glaube, das ist ein psychologisches Problem und vielleicht auch ein philosophisches Problem, ne, von dem du da erzählst. Ja, ich denke auch. Ja, ja. Wenn dich das aber so malträtiert, dieses Phänomen, sage ich mal so, ja. Hast du da schon mal versucht, professionelle Hilfe zu finden? Nein, habe ich noch nicht, weil es eben so ein seltenes Ding ist. Wenn ich einen Psychologen aufsuchen würde, habe ich das Gefühl, er würde so auf dem Schlauch stehen, noch schlimmer als ich. Nee, glaube ich nicht. Also die eine Sache, die ist ja sehr gängig, dass jemand Angst hat, dass ein Balkon abbricht oder eine Brüstung nicht hält oder so etwas. Ja. Das ist ja völlig normal. Das heißt normal, aber da sind sehr viele Leute betroffen. Mhm. Dass das bei dir jetzt noch so einen kleinen, pfiffigen Zusatzschwenk bekommt, die ganze Sache, da wird ein guter Psychologe sich wahrscheinlich erstmal die Hände reiben und denken, woran mag das denn jetzt liegen? Ja. Was ist denn da irgendwo schief gewickelt in seinem Unterbewusstsein? Ja. Bist du denn sonst auch irgendwie, ich weiß nicht, in besonderer Weise philosophisch oder esoterisch drauf oder sowas? Na, Esoterik ist immer so ein Wort, was ich nicht gerne habe, aber philosophisch und tiefgründig, ich schürfe also sehr, sehr tief. Das stimmt schon. Ja. Schon immer. Sprichst du auch mit Gegenständen? Nein. Nein. Nein, ich spreche noch nicht mal mit Blumen. Aber das ist seltsam. Aber du sprichst nicht mit Gegenständen. Nein. Nicht mal mit deinen armen Blumen sprichst du. Nein. Aber du hast Mitleid mit Stahlseilen. So ist es, ja. Das soll mal ein Mensch verstehen. Es ist wie eine die Norm, die in mir eingebaut ist, wo ich denke, die können eine bestimmte Belastung ab, aber wenn die nach meinem subjektiven Empfinden überschritten ist, dann ist Sense. Pass auf, du siehst uns gerade im Fernsehen, ne? Ja. So, ich habe ja hier einen Kugelschreiber. Ja, ich sehe es. Ne, du siehst es. Wenn ich jetzt mit Gewalt diesen Kugelschreiber zerbrechen würde, ja, würdest du gleich Mitleid mit dem Kugelschreiber haben? Nein, das ist eine Kleinigkeit, das ist nicht so schlimm. Ach so. Ich müsste schon hier das Studio zerstören. Ja, weil guck mal, dann ist der Kugelschreiber durchgebrochen und die Belastung ist weg, der Druck ist weg. Ja. Aber dem Kugelschreiber... Ja, er ist dann hinüber, ja. Klar. Also, es muss schon, härtere Sachen müssen schon sein. Also Kleinkram interessiert dich da mitleidsmäßig. Ja, wenn du einen 200-Kilo-Mann auf ein Fahrrad setzt, dann kann ich das nicht mit ansehen. Dann muss der entweder absteigen oder extrem abspecken, verstehst du? Ja, ich verstehe. Ja. Ist ja eigentlich eine nette Grundeinstellung, dass du, also Mitleid ist ja nun eine der größten Tugenden, die ein Mensch haben kann. Ja. Das ist jetzt bei dir vielleicht ein bisschen fehlgeleitet, aber besser so, als gar kein Mitleid zu haben. Ja. Ich hoffe, du hast auch Mitleid mit Kreaturen. Oh ja, natürlich. Ja, ja klar. Aber jetzt ganz im Ernst. Ja. Ich würde an deiner Stelle, das ist doch interessant für dich selbst, auch das mal rauszufummeln. Woher kommt das? Was ist das? Ich würde mal auf die Suche nach einem guten Psychologen gehen. Und wenn du mit dem ersten nicht auskommst, musst du halt suchen. Also da gibt es ja nur auch gute und schlechte. Das könnte ich machen, Würde ich dir empfehlen. Und würde gerne mit dir nochmal reden, wenn ihr da gemeinsam, vielleicht nach vielen Sitzungen, irgendwie ein Resultat herausbekommen habt. Ja, das könnte interessant werden. Ich biete dir jetzt aber auch nochmal an, dass du mit meiner Psychologin redest, die dir vielleicht so ein paar praktische und formale Sachen noch erklären kann, wie du einen guten Psychologen findest und was man so bei der Suche berücksichtigen sollte. Ja, das will ich gerne tun. Okay, dann legst du auf und die Elke ruft dich an. Okay. Tschüss. Ich danke dir, Domian. Juhu. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, wir haben 0:19 und 37 Sekunden. Das ist die perfekt gute Zeit für die erste kleine Postecke. Heute Nacht. Michael R. aus Münster hat geschrieben, lieber Jürgen Domian, ich nehme Bezug auf deine Anruferin letzte Woche Donnerstag, die ein heimliches Verhältnis mit ihrem Schwiegersohn hat. Ich habe wie erstarrt vor dem Fernseher gesessen, weil es genau meine Geschichte war. Ich hatte über 4 Jahre eine Affäre mit meiner Schwiegermutter, vollkommen heimlich, und auch wir wohnten alle in einem Haus. Die ganze Sache ist dann durch einen dummen Zufall aufgeflogen. Ich habe alles verloren. Meine Frau, meine Kinder, mein Zuhause. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie ich das alles bereue. Ich kann deiner Anruferin nur dringlichst raten, die Affäre sofort zu beenden. Moritz, 30 Jahre, aus Dessau, schreibt, Hi Domian, vorab, ich mag deine Sendung sehr und gucke sie so oft es geht. Aber ich habe dabei immer wieder das Gefühl, total gestört oder sehr seltsam drauf zu sein.
weil ich vollkommen normal bin. Was höre ich da alles bei dir? Ein Daunenjacken-Fetischist, Wettlook-Liebhaber, Sklaven, Windelfreunde, Fuß- und Strumpfhosen-Fetischisten, Sexsüchtige aller Art und so weiter und so weiter. Tja, und ich bin super stinknormal, heterosexuell, seit Jahren nur eine Frau, Blümchensex, kuscheln, grillen und nach Mallorca fahren. Mann, oh Mann, ich glaube, ich muss dringend mal mit deiner Psychologin sprechen. Und Anna, ohne Orts- und Altersangabe, schreibt, hallo Domian, ich bin seit zehn Jahren in einer lesbischen Beziehung und werde in den letzten Jahren immer wieder von meiner Freundin geschlagen. Und das wird immer schlimmer, besonders wenn sie besoffen ist. Ich habe Angst, öffentlich darüber zu reden. Aber ich möchte, dass die Leute wissen, sowas gibt es auch in lesbischen Beziehungen. Von wegen Frauensolidarität und so weiter. Wenn ich im Fernsehen die prominenten Lesben so reden höre, kommt es mir immer hoch. Die tun immer so, als seien Frauen immer die Opfer. In meinem Fall trifft das zwar zu, aber ich bin das Opfer einer Frau. So, ihr Lieben, jetzt geht's mit euch weiter, mit den Anrufern. Und ich begrüße herzlich den Thomas. Und der Thomas ist 25 Jahre alt. Hallo. Hallo, guten Morgen. Thomas, dein Thema. Ein Dreier mit Nachwirkungen. Gute Überschrift, zack, zack. Ein Dreier mit Nachwirkungen. Ja. Das wollen wir jetzt mal im Einzelnen auseinanderfusseln. Was war da genau? Ja, also angefangen hatte das damals, eine Freundin hatte mich angesprochen, ob wir mal einen Dreier machen könnten. Ja. Mit einem Mann zusammen. Ja. Also eine Freundin, nicht deine Freundin. Meine Freundin. Deine Freundin. Genau. Ja. Und, naja, war nicht gerade so angetan von der Idee anfangs, aber dann letzten Endes dann doch mal nachgegeben. Mhm. Wo es dann passiert ist, war hinterher eher die Eifersucht im Spiel. Also war, ja, hat sich mies gefühlt einfach. Ja. Also du hast dich mies gefühlt. Ja. Ja, hat es dann gefallen, so wie sie sich auch später geäußert hatte. Aber ja, ich verstehe dich so ein bisschen schlecht, deswegen frage ich ein paar Mal immer nach. Also ihr hat es gefallen? Ihr hat es gefallen, ja. War das ein fremder Mann oder war das jemand aus dem Freundeskreis? Das war ein Kumpel von mir. Ja. Langjähriger. Und war das so eine klassische Dreiergeschichte oder hattet ihr Jungs auch was miteinander? Naja, eher klassische. Klassische. Und du hast also auch zugesehen, wenn er mit deiner Freundin, genau, und so weiter. Wie ist es dir denn währenddessen gegangen? War dir das währenddessen auch schon ein bisschen unangenehm, deine Freundin da in Action mit einem anderen zu sehen? Ja, ziemlich flau. Ich meine, interessiert ist man ja schon, aber eben flau. Was? Es war flau? Ja, flau im Magen fühlt man sich da ein bisschen. Ja. Also. So, das Ganze ist einmal passiert. Ja. Wann ist das passiert? Ende März ist das passiert. Ende März. Du bist aber jetzt mit der Frau noch zusammen? Ja, ja, klar. Ja. Und was sind jetzt die schlechten oder die Nachwirkungen? Die Nachwirkungen sind die, ich hatte eigentlich vorher, weil ich mit dem Kumpel, mit dem Besagten auch schon mal vorher mal was in der Art gemacht hatte, aber da waren alle Mann Single, also jetzt in One-Night-Stand. Achso, du bist Gruppensex erfahren, kann man so sagen. Ja, doch. Ja. Na gut. Das ist ja schon einige Jahre her und naja, hat man da gedacht, naja gut, war ja damals auch ganz lustig, vielleicht könnte das ja jetzt diesmal wieder so. Mhm. Und nur eben halt, weil ich mit ihr seit über 2 Jahren zusammen bin, ist das dann doch ein bisschen schief gegangen. Okay, das habe ich jetzt verstanden, dass das nicht dein Ding war, dass du eifersüchtig warst und dass diese Kombination dir nicht gefallen hat. Aber wieso hat es heute, bis heute, jetzt haben wir Juli, eine üble Nachwirkung? Ja, weil wir uns auch öfter noch weiterhin treffen, also normal jetzt zusammensitzen und alles und er auch relativ direkt manchmal ist. Das heißt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, aus dem Raum gehe, dass dann irgendwie mal eine kleine Anspielung kommt oder so und wenn ich auch mal dabei bin, so Zweideutigkeiten, kleine Bissigkeiten immer dabei. Also Anspielung deiner Freundin gegenüber? Genau. Ja. Ich meine, ich kenne ihn jetzt schon so lange und Hat sich denn das Verhältnis zwischen dir und deiner Freundin auch verschlechtert nach dieser Aktion? Anfangs ein klein bisschen, aber jetzt ist alles wieder in Not. Also, ich verstehe jetzt, dass so, wie du es gerade erzählt hast, dass die üblen Nachwirkungen darin bestehen, dass es irgendwie ein gespanntes Verhältnis gibt zwischen dir oder euch und dem Kumpel. Ja, und eben halt die Angst, dass es doch noch passieren könnte, weil mal damals mit einer Beziehung ist sowas mal vorgefallen, dass ich sie an einem anderen Kumpel verloren hatte. Ach so. Wie hat es denn, also dir hat es noch nicht so toll gefallen, wie hat es denn deiner Freundin gefallen? Ja, unheimlich gut, also wie sie sagt, ist er ehrlich drin.
Bist du denn auch ehrlich und hast ihr gesagt, nee, mir hat das nicht gefallen, ist nicht mein Ding? Habe ich ja auch gesagt, ja. Und haben wir uns auch drüber unterhalten. Und respektiert sie das so? Sie respektiert es. Ich meine, sie würde es sicher nochmal machen, aber laut ihrer Aussage, ja. Aber weil ich mich dabei schlecht gefühlt habe, ja, das ist doch schon mal gut. Lässt sie es bleiben. Ja, also sie muss es nicht unbedingt haben, sie fand es ganz nett, aber sie nimmt Rücksicht auf dich. Hast du denn, oder habt ihr, oder du jetzt im Speziellen, hast du dem Kumpel das denn auch gesagt, dass das nicht dein Ding ist, also in dieser Konstellation? Ja, sie arbeitet die Woche über woanders, ja? Und ist somit nicht da. Und wir hatten uns da mal getroffen und eben halt unter vier Augen unterhalten. Und ja. Und, naja, und du hast es gesagt? Habe ich ihm gesagt. Ja, aber wo ist das Problem dann? Deine Freundin nimmt Rücksicht auf dich und die wird es nicht wieder machen. Du hast dem Kumpel gesagt, ich habe keinen Bock drauf mehr. Ja. So, jetzt könntest du vielleicht noch einmal ein bisschen härter sein und sagen, er soll es sein lassen, deine Frau da anzubaggern oder irgendwelche Bemerkungen zu machen. Ich denke, das müsste mal sein. Ja, und dann ist die Sache da vom Tisch, ist doch okay dann. Dann ist an sich schon. Ich meine, nur eben halt, die beiden verstehen sich prächtig nicht, ich kenne ihn. Er kann Leute auch unheimlich gut quatschen auf gut Deutsch. Ja, aber da musst du doch nun auch deiner Freundin vertrauen, dass da nicht weiter was läuft. Und du kannst ihn noch ein bisschen zurückpfeifen, dass er so in seinen Schranken bleibt. Und ich würde mir dann aber jetzt nicht noch mehr im Kopf darüber machen. Nee, ich hab ihn ja öfter zurückgepfiffen, aber kaum wieder Alkohol getrunken auf gut Deutsch, dann gut. War es wieder vergessen. Thomas, einmal noch ein hartes Wort. Okay, einmal noch ein hartes Wort von Mann zu Mann, dass er seine Finger bei sich behält. Und das kombiniert mit gutem Vertrauen deiner Freundin gegenüber, würde ich sagen, Strich unter die Sache. Ja, ich vertraue meiner Freundin schon 100%. Ich meine, ich habe vor ein paar Wochen hatte ich einen Heiratsantrag gemacht. Na also. Ja, also. Ist doch alles im grünen Bereich. Ich würde das auch gar nicht mit so einer Schwere erzählen. Du hast das einmal mal gemacht, war eine Erfahrung. Ja, das ist eben. Hat nicht geklappt und du ist gut. Ja. Ne? In dem Sinne. Lieber alles Thomas, klar. Alles Gute. Tschüss. Ja, danke, tschüss. Die Sabine begrüße ich herzlich, 23 Jahre alt. Hallo Sabine. Hallo. Hallo Sabine. Und was geht's bei dir? Ich bin schwanger und weiß nicht, was ich machen soll und muss mich bis morgen entschieden haben. Also ich war schon bei Pro Familia zu dieser Beratung. Ja. Und naja, das Problem eigentlich ist, dass ich mich halt beziehungsweise mein Freund oder mein Ex-Freund sich getrennt hat vor anderthalb Monaten und der weiß das auch gar nicht, dass ich schwanger bin. Ach, der weiß das gar nicht? Nee. Warum hast du es ihm nicht gesagt? Nee, weiß ich nicht. Weil er dann vielleicht gedacht hätte, ich will ihn damit zurückkriegen oder. Mhm. Von wem ist denn die Trennung ausgegangen? Von ihm. Von ihm. Und du möchtest jetzt nicht, dass du irgendwie, dass es den Beigeschmack kriegt, du willst ihn auf diese Art und Weise irgendwie zurückangeln. Richtig. Ja, finde ich auch eigentlich respektabel, diese Einstellung. Keinem erzählt, also nicht irgendwie einer Freundin, weil man weiß, ob das irgendwie doch durchsickert, weil wir halt auch einen gemeinsamen Freundeskreis haben. Ja, und jetzt muss ich halt morgen dann zur Frauenärztin und muss dann halt sagen, wie ich entschieden habe, weil ich halt jetzt schon Ende 11. Woche bin. Also, das habe ich jetzt nicht richtig verstanden. Morgen ist der Termin, abtreiben, ja oder nein? Ja. Ja. Das ist jetzt schon am Ende des, ne? Man kann ja nur bis zur 12. und ich bin ja jetzt schon Ende 11. Woche. Ich habe große Schwierigkeiten, dich zu verstehen, Sabine. Die Leitung ist sehr schlecht. Jetzt klackert es auch noch gerade. Ja, nee, nicht so ganz doll. Aber ich habe die Grundproblematik schon verstanden. Du bist schwanger, morgen steht die Abtreibung eventuell an. Nee, die Abtreibung nicht. Ich muss mich halt morgen entscheiden, ob ich das Kind behalten will oder nicht. Und dann wird Montag halt der Termin sein. Ach so, siehst du, das hatte ich gerade nicht ganz mitbekommen. Man muss ja erst zu Pro Familia gehen und sich beraten lassen, beziehungsweise sagen, warum und wieso. Aber du warst auch schon bei Pro Familia. Ja, da war ich schon. Wie lange warst du mit deinem Freund zusammen? 2 Jahre. Ja. War das für dich sehr schlimm, als er Schluss gemacht hat? Ja. Warum hat er Schluss gemacht? Ja, das ist halt auch eine lange Geschichte. Ich hatte halt ein Drogenproblem. Was hat er? Ein Drogenproblem? Ich. Und er ist damit halt nicht klargekommen und Was für ein Drogenproblem hast du? Welche Drogen nimmst du? Ich nehme jetzt schon gar nichts mehr, aber er hat das dann halt erfahren. Er wusste davon gar nichts und hat das dann halt von Leuten erfahren. Ich habe mal eine ganze Zeit Kokain genommen. Ja. Und das hat er dann halt erfahren. Und das war für ihn halt so ein Vertrauensbruch, dass er halt Schluss gemacht hat. Ja. Aber du hast nicht gekokst, seitdem du schwanger bist? Nee. Wie ist denn schon ein halbes Jahr her. Ja. Wie ist denn dein
Dein Gefühl im Moment, was sagt denn so ganz, ganz subjektiv so dein Herz? Willst du das Kind oder willst du das Kind nicht? Ja, irgendwie schon, weil ich sage ja mal, das Kind kann ja hätte nichts dafür. Das ist ja nun schon Leben, ne? Das ist ja keine sechste Woche, das ist ja nun schon, das ist schon heftig irgendwie. Weil man, ich habe es halt auf dem Ultraschall gesehen und die Herzschläge und. Ist das durch einen, ich sag mal, in Anführungszeichen durch einen Unfall entstanden? Ja, kann man so sagen. Was meinst du denn, wie dein Freund, dein Ex-Freund darauf reagiert, wenn er es denn doch erfahren würde, wenn du das Kind bekommst? Das weiß ich nicht. Er wäre glücklich. Nee, glücklich wäre er, glaube ich, nicht. Ich sage, ich kann das nicht richtig einschätzen. Ich gehe mal ins Fenster. Ist das jetzt besser, die Verbindung? Ja, wir versuchen das mal. Es geht ja einigermaßen. Was spricht denn für dein Empfinden oder deiner Meinung nach gegen die Schwangerschaft und gegen das Kind? Na, ich habe schon Angst, dass da noch irgendwie Spätfolgen sind oder so, dass das durch die Drogen halt, obwohl die Frauenärztin gesagt hat, da ich ja keinen, also ich war ja nicht so süchtig, es war halt am Wochenende zum Party machen oder so, dass es halt nicht so ein großer Konsum war, dass es halt schädigt. Das heißt, die Frauenärztin, die Ärztin ist eingeweiht in die Drogenproblematik und ja. Darüber hinaus, gibt es noch andere Argumente, dass du sagst, ich will es eigentlich nicht haben, das Kind? Nee, eigentlich nicht. Weil ich habe eine abgeschlossene Berufsausbildung und aber alles, Sabine, also, dann ist der Fall doch eigentlich klar. Du bekommst das Kind. Ja, will ich ja auch irgendwie, nur ich habe halt Angst vor seiner Reaktion. Wie könnte die Reaktion denn aussehen? Na, dass er sagt, ich habe das Kind nur behalten, um ihn halt, sage ich mal, mein Leben lang an mich zu binden. Es wäre ja in dem Sinne so, ne? Weil er würde, also das glaube ich schon, er würde schon zu dem Kind stehen, aber... Sabine, weißt du, aber das darf jetzt kein Kriterium sein für oder gegen Abtreibung, was der Vater eventuell denkt. Und wenn der Vater das eventuell auch dann so denkt, dann soll das halt so denken. Das darf kein Kriterium für Leben oder Tod sein, finde ich. Das Entscheidende ist, was du denkst und ob du das Kind haben möchtest. Und das scheint mir wirklich der Fall zu sein. Und dann musst du halt sehen, dass du alle anderen Dinge und alle Probleme, die damit dann verknüpft sind, auch der Glaubwürdigkeit deinem Ex-Freund gegenüber, dass du die lösen kannst. Ich finde ja schon mal sehr, sehr gut, dass du es bisher ihm nicht gesagt hast. Das ist für ihn vielleicht auch ein Beweis, dass du sehr lange damit gezögert hast. Naja, ich habe heute auch gedacht, manchmal ist es ja so, dass man innerhalb der ersten 12 Wochen noch eine Fehlgeburt hat oder was weiß ich. Kann ja passieren, ist ja diese Risikophase. Und da habe ich halt gedacht, ich warte es halt ab. Ja. Ich meine, das musst du dann hinterher... Aber noch vorab anders gefragt, hältst du es denn für möglich, dass sich die Beziehung in irgendeiner Weise doch auch wieder einrenken könnte? Naja, er hat gesagt, er möchte, dass ich mein Leben halt selbst in den Griff kriege und mal alles alleine schaffe, ohne fremde Hilfe und ja. Das hat er so gesagt? Ja. Ich finde, Sabine, dass nochmal gesagt, dass die Gedanken und eventuellen Überlegungen des Freundes im Moment überhaupt gar nicht relevant sind. Relevant ist dein Gefühl. Und wenn dein Gefühl sagt, ich will das Kind haben, dann ist das die Entscheidung für das Kind, finde ich. Ja. Das. Ganz, ganz klar, ganz eindeutig. Ja, ist aber gut, dass man das, sage ich jetzt mal, von einem unparteiischen Menschen hört. Weil wenn ich es jetzt einer Freundin erzählt hätte oder so, die sind da immer ein bisschen impulsiver. Die hätten gleich gesagt, ja, na klar behält sie das. Und aber das für mich halt auch andere Aspekte angestanden haben. Ja. So. Du kannst ja gerne noch eine Meinung einholen von meiner Psychologin. Könnte man ja machen. Ich denke, deine Meinung reicht. Okay. Und ich denke, dass ich mich für das Kind entscheide. Das ist ein schönes Wort, das freut mich. Ja. Dann muss ich dann gleich morgen zu ihm hingehen und ihm das dann sagen? Oder? Nö, das hat ja auch noch Zeit. Da kannst du erst ein bisschen mit warten. Da würde ich erst mal ein bisschen überlegen, wie man das klug macht, wie man das ruhig macht und geschickt macht. Und ich würde auch gleich an deiner Stelle in dem Gespräch das so verknüpfen, nicht, dass du denkst, ich will jetzt auf diese Art und Weise dich zurückködern. Das ist nicht der Fall. Das ist jetzt unser Kind und wir sind zwar verbunden miteinander, aber ich übe auf dich keinerlei Druck aus, nur aufgrund meiner Schwangerschaft. Das musst du ihm von Anfang an so klar machen. Ja, gut. Und ich hoffe mal sehr, dass er das dann auch so respektiert und sich dann letztendlich auch auf das Kind freut. Na, das hoffe ich. Das hoffen wir alle zusammen. Sabine, alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss.
Die Katja, 20 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Katja. Dein Thema. Und zwar, ich bin sehr frisch verheiratet. Mhm. Das ist eine 7-jährige Beziehung. Und ich liebe aber einen anderen Mann. Ja. Du liebst einen anderen Mann? Bist verheiratet? Ja, sehr frisch verheiratet. Wann denn? Seit wann? Ungefähr 10 Wochen. 10 Wochen erst? 10 Wochen erst, ja. Und wie lange liebst du diesen anderen Mann? Das hat sich jetzt über den Lauf der Zeit entwickelt. Ich habe den vor unserer Hochzeit kennengelernt. Das war nicht irgendwie, dass ich den von Anfang an gleich gemocht habe. Wir haben uns gut verstanden. Mhm. Dann über Handy hat sich das entwickelt. Wir haben uns ständig Nachrichten geschrieben. Mhm. Er hatte Probleme gehabt, ein bisschen, da habe ich ihm geholfen. Also es hat uns alles ein bisschen zusammengeschweißt. Mhm. Wie hast du und wo hast du ihn denn kennengelernt? Durch meinen Mann habe ich den kennengelernt. Mhm. Ja. Also vor der Ehe schon, vor der Eheschließung. Vor der Eheschließung, ja. Mhm. Das heißt also, als du geheiratet hast, gab es schon diesen Mann. Ja, da aber, waren die Gefühle aber noch nicht so stark. Aber die waren schon da, die Gefühle? Die waren schon da. Mhm. Ich habe versucht, die zu unterdrücken, weil ich gedacht habe, es ist vielleicht nur so eine Phase, weil kann ja mal sein. Du bist ja mit deinem jetzigen Mann auch schon lange zusammen, ne? 4 Jahre, das ist dann 7. So eine... 7? Hm. Ich hatte 4 verstanden. Das heißt, das ist ja dann eine regelrechte Jugendliebe. Ja, genau. Ja. Wie sieht denn jetzt die Liebe zu diesem neuen Mann aus? Wird die gelebt oder findet die nur in deinem Inneren statt? Also, das ist das, was ich mir halt selbst nicht beantworten kann. Ich muss schon den ganzen Tag an ihn denken. Mhm. Und sobald von ihm eine Nachricht kommt, da geht es mit mir durch und durch. Dann haben wir jetzt auch 2-mal telefoniert, da ist das... Wir können über alles reden, das ist absolut kein Problem. Nein, ich meine es ganz praktisch, ganz faktisch. Habt ihr miteinander schon Sex gehabt? Nein, nee, das noch Gott. Das ist, wir haben uns 2-mal gesehen bis jetzt. Der Rest hat sich über Telefon alles entwickelt. Ach so. Jetzt so, dass ich mit ihm Sex oder hatte, nee, das war noch gar nicht. Wie sind denn seine Verhältnisse? Ist er auch in festen Händen? Nicht mehr, nee. Nicht mehr. Mhm. Da ging es ihm damals ein bisschen schlecht und hab ich ihn halt gut zugesprochen und das hat uns halt auch ein bisschen zusammengeschweißt. Hat er dir denn auch schon so eine Art Liebeserklärung gemacht? Oder hat er dir? Hat er auch. Hat er. Und du ihm auch schon? Ja, schon doch. Mhm. Und dadurch, dass er es mir gesagt hat, konnte ich es ihm sagen, weil ich habe es mir nicht getraut. Mhm. Weil ich mir gedacht habe, gut, wenn es nicht ist, dann will ich ihn als guten Freund behalten. Wie kommt es denn, dass ihr euch dann noch nie, oder zweimal, also noch nie nicht, aber sehr selten gesehen habt bisher? Wir wohnen ungefähr 40 bis 50 Kilometer auseinander. Ja. Ich bin arbeiten und ich habe halt kaum die Möglichkeit, zu ihm zu fahren. Ja. Ich war bis jetzt mit einer Freundin bei ihm gewesen, aber war halt auch nicht so, weil man konnte auch nicht über alles so reden. Ich meine, meine Freundin weiß zwar Bescheid. Mhm. Wie ist denn das Gefühl im Moment, was sagt dein Herz denn zu deinem Ehemann? Im Moment gar nichts. Gar nichts? Nee, ich muss dazu sagen, ich habe ihm auch gesagt, dass ich ihn nicht mehr liebe. Du hast deinem Mann gesagt, dass du ihn nicht mehr liebst? Ja, es ist im Moment sehr viel passiert. Er ist seit 9 Wochen ist er im Ausland. Die ersten 2 Wochen sind davon relativ gut gelaufen. Aber dann, er hat mich nur am Telefon runtergemacht, hat mich nur beschimpft und was weiß ich nicht. Dann habe ich ihm halt auch am Telefon gesagt, dass ich ihn vermisse und da kam nichts von ihm rüber. Wenn irgendwas gewesen ist, hat er aufgelegt. Weißt du, Katja, dann geht es mir nicht in den Kopf, dass... Ich glaube, dass es diese Probleme oder dass so etwas ja auch schon in der Luft gelegen hat vor eurer Hochzeit. War es auch. Bloß ich wollte nicht warum. Das Problem ist, ich habe ihm vor der Hochzeit gesagt, lass uns doch vielleicht doch noch lieber warten, dass du alles überstirbst. Ja, klar. Vielleicht lass uns das halbe Jahr abwarten, es ist vielleicht besser. Mhm. Und da hat er zu mir gesagt, entweder jetzt oder gar nicht alles vorbei. Und da war ich in dem Moment wahrscheinlich. Das ist natürlich völlig idiotisch. Ja, ich weiß. Dass man sich dann unter Druck setzen lässt auf der einen Seite. Und auch das kann er gut, er kann mich da gut unter Druck setzen. Oder dass man auf der anderen Seite irgendwie denkt, durch diese, als würde ein neuer Zauber ausgelöst in dem Moment, wo man heiratet und alle Probleme sind vom Tisch. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Ne? Nein. Ich sage mal, wir haben schon viele Jahre Probleme. Ich habe ja auch schon... Ist aber, Katja, ich will ja mal sagen, ist vielleicht aber auch normal, wenn man so eine, ich sag mal, ist ja fast eine Kinderbeziehung. Du warst 13. Ja. Ist ja Wahnsinn. Du warst 13, als du mit ihm zusammen warst. Das ist dein erster und einziger Mann bisher wahrscheinlich. Genau. Ne? Ja.
dass da, wenn man dann so 20 wird, Anfang 20 wird, dass da Probleme auftauchen, dass man vielleicht auch mal jemand anderen kennenlernen möchte und auch andere Erfahrungen sammeln will, das ist eigentlich völlig normal. Also großer Fehler war, dass ihr geheiratet habt. Ich weiß, so, das ist mir mittlerweile bewusst geworden. Ja, so, nun gucken wir mal den Tatsachen in die Augen, ins Auge. Du bist zwar verheiratet, aber da ist jemand anderes, zu dem du Liebesgefühle entwickelt hast, wo so eine Verliebtheit ist, obwohl du noch gar nicht viel mit dem direkt zu tun gehabt hast. Genau. Und ein anderes wichtiges Faktum ist, dass du sagst, ich liebe meinen Mann nicht mehr. Genau, so ist es. So, was machen wir? Ich habe Angst, er kommt ja nun morgen nach Hause, wie das wird. Ich habe totalen Horror vor der Woche, weil ich genau weiß, der versucht mich wieder einzulullen und ich will mich aber nicht einlullen lassen. Also ganz, ganz klar ausgedrückt heißt es, ich will von dem Mann weg. Stimmt das? Eigentlich ja, aber ich habe Angst davor, weil halt oft die vielen Jahre da dran hängen. Ich weiß, ich habe, bei mir im Kopf ist total leer, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Der andere hat zu mir zwar auch gesagt, er würde mich dabei unterstützen. Weißt du, Katja, im Moment ist für mich der andere gar nicht so wichtig. Ja. Für mich ist wichtig, dass du sagst, hier, ich liebe meinen Mann nicht mehr. Ich bin verheiratet seit ein paar Wochen. Den kenne ich schon seit 7 Jahren, aber ich liebe den nicht mehr. Das ist für mich die primäre, ganz wichtige Aussage an dem, was du sagst. Ja. Das heißt, auch wenn du jetzt zusammenschreckst, auch wenn du sagst, ich habe Angst davor und das ist für mich jetzt erstmal eine Katastrophe, letztendlich heißt das, dass du dich von deinem Mann wirst trennen müssen. So, das ist erstmal die große Hauptaussage über die nächste Zeit deines Lebens. Das stimmt. Das Problem daran ist, wo ich ihm gesagt habe, dass ich ihn nicht mehr liebe, hat er in den 7 Jahren vielleicht das zweite Mal geweint. Ich kenne das nicht von ihm. Das geht einem ans Herz. Ja, ich sag mal, es tat mir in dem Moment leid, aber es war jetzt nicht so, dass ich durch Telefon gesprungen wäre und hätte ihn annehmen müssen. Mhm. Er hat dann bloß diesen Satz gesagt, ich entschuldige mich für alles, ich kann auch für nichts garantieren. Also er würde sich sogar was antun, das ist das. Ja, nee, komm, da wollen wir uns gar nicht jetzt erpressen lassen mit antun und so. Das ist immer das Mieseste, was jemand sagen kann, der verlassen wird. Das ist wirklich ganz, ganz dämliche Erpressung, sagen wir mal so. Ja. So darf man nicht mit jemandem umgehen, den man angeblich liebt. Da muss man auch die Größe haben und das respektieren. Natürlich ist das rührend, wenn der weint. Und wenn ihr euch so lange kennt, ist da ja auch eine Freundschaft entstanden zwischen euch beiden. Und das ist halt das Gefühl, was ich im Moment mehr habe, dass er für mich mehr Freund ist als ein Partner. Ja, aber weißt du, Katja, du sagst alles, was in die Richtung geht, trennen. Der ist Freund als Partner. Ich liebe ihn nicht mehr, die Liebe ist erloschen. Mein Herz schlägt einfach zu einem anderen Menschen hin. Genau. Du musst es schaffen, dass du auf Distanz und auf Trennung zu dem Mann kommst. Plus, wie soll ich es machen? Ich weiß absolut nicht, wie ich es anstellen soll. Also ich würde dir raten, oder würde auch euch raten, da euch das beide... Wie alt ist er denn eigentlich? 24, also auch noch sehr jung. Ich würde euch beiden raten, dass ihr, um jetzt diese Notsituation, wie sie ja nur entstanden ist, einigermaßen irgendwie in den Griff bekommt, dass ihr beide zu einer Eheberatung geht. Dass ihr mit einem neutralen Menschen da zusammensitzt und der das so ein bisschen koordiniert. Wenn er da nicht hingehen will, wenn er sagt, das ist nicht für mich. Das wird er hundertprozentig sagen. Katja, dann gehst du alleine dahin. Dann gehst du alleine dahin und hast auch eine Hilfestellung und jemanden, mit dem du das klar alles besprechen kannst, wie du dich weiter verhalten sollst. Ja. Okay? Okay. Und ich würde dir gerne jetzt auch nochmal meine Psychologin geben. Das ist schön. Dann kann sie dir die ein oder andere Adresse noch weiter vermitteln und auch ihr könnt auch noch ein paar Worte sprechen. Ja. Okay, du legst alles auf und Elke ruft dich an. Okay, ich danke dir. Katja, alles Gute. Danke. Tschüss. So, Freunde und Freundinnen, noch ein bisschen Post, E-Mails, Faxe und Briefe, die uns erreicht haben. Zum Beispiel hat gefaxt Anna Maria 40 aus Frankfurt an der Oder. Und sie schreibt, lieber Domian, vor ein paar Tagen hat eine sehr alte Dame bei dir angerufen, deren über 50-jähriger Sohn sich quasi vor ihren Augen aufgehängt hat. Mich hat die Geschichte sehr erschüttert und die alte Frau tat mir sehr, sehr leid. Ich möchte ihr auf diesem Wege mein Mitgefühl zum Ausdruck bringen und noch einen kleinen Rat loswerden. Vielleicht wäre es gut, wenn sie für ein paar Wochen in eine psychosomatische Klinik ginge, um zumindest den Schock und das Trauma zu überwinden. Das finde ich einen guten Rat von der Anna-Maria und vielen Dank für das Fax.
Till, 21, aus Linz, schreibt: Hi Domian, ich finde es richtig cool, dass du in deiner Postecke ab und zu Fragen von Zuschauern beantwortest. Das macht sonst keiner im Fernsehen. Auch ich habe ein paar Fragen und würde mich über eine Antwort freuen. Na dann mal los. Erstens, wenn du, sagen wir mal, zwischen 17 und 22 Jahre alt wärst und Spaß am Singen hättest, würdest du bei einer Castingshow mitmachen? Ja, ich glaube ja. Also wenn man Spaß am Singen hat und vielleicht eine Chance bekäme, dadurch so in dieses Metier zu kommen, ja, durchaus. Warum nicht? Zweite Frage, welches Buch liest du zurzeit? Ich lese zurzeit Judith Herrmann, Nichts als Gespenster. Dritte Frage, was denkst du über Effenberg? Über den denke ich überhaupt gar nichts. Der ist mir völlig egal und ich finde ihn auch sehr unsympathisch. Muss ich doch sagen. Und viertens, gehst du nach deinen Sendungen eigentlich immer was trinken und feiern? Nein, wir gehen nicht trinken und feiern, sondern wir gehen brav nach Hause, um wieder fit zu sein dann für die nächste Nacht und für die nächste Sendung. Und Post von Markus, Jan, Paul und Tim aus Gelsenkirchen. Und die schreiben: Hi Domian, wir sind vier Zivis und absolut treue Fans deiner Sendung. Zuerst mal aber Kritik. Wir finden es komplett beschissen, dass eure Donnerstagsshow nicht auch im Hörfunk bei 1 Live übertragen wird. Im Fernsehen allerdings finden wir deine Sendung donnerstags besser, sieht einfach alles professioneller aus. Jetzt zu unserem Anliegen. Mach doch mal eine komplette Sendung zum Thema Metrosexualität. Wir vier sind nämlich so drauf, wie David Beckham. Wir schminken uns, tragen manchmal sogar Röcke, mögen viel Schmuck und lackieren uns die Fingernägel. Aber wir sind nicht schwul. Das ist ein guter Tipp und eine gute Anregung. Metrosexualität, das wird ja immer moderner. Dieses Wort überhaupt, ich kenne das noch gar nicht lange. Können wir mal ins Auge fassen und dann wirklich eine ganze Themensendung darüber machen. So, 0800 220 5050, die Telefonnummer, die Faxnummer 0800 220 5051 und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Jetzt bin ich gespannt auf den Nächsten. Und der Nächste ist der Bernd, 44 Jahre alt. Hallo. Guten Morgen, Domian. Hallo, Bernd. Was geht's? Also mein Thema ist eigentlich, das Leben ist schön. Und das Leben ist schön. Das Leben ist schön. Ja. Also ich sehe die Sendung relativ selten, da ich normalerweise um diese Zeit schlafe, ja, früh aufstehe. Mhm. Aber momentan kann ich aus gesundheitlichen Gründen einfach nicht schlafen, guck's mir an und reg mich manchmal über oder ärgere mich, oder das ist ein falscher Ausdruck, über Leute an, die anrufen und immer alles nur negativ sehen. Mhm. Weil das Leben hat so viele wunderbare Seiten. Also ich persönlich zum Beispiel habe eine Herzkrankheit. Ich werde irgendwann in absehbarer Zeit, in den nächsten paar Monaten, das weiß man nicht so genau, sterben. Aber ich genieße das Leben. In den nächsten paar Monaten? Ja, also der eine Arzt sagt, ja, wissen Sie, Sie können jetzt jederzeit tot umfallen. Der zweite Arzt sagt, ja, also 18 Monate so, ja, durchaus. Der dritte Arzt hat eine dritte Meinung. Drei Ärzte, 5 Meinungen, 7 Rechnungen. Seit wann weißt du von dieser Krankheit? Seit 2 Jahren. Und als du damals die Diagnose gestellt bekommen hast, ist da nicht für dich eine Welt zusammengebrochen und bist doch eher finster drauf gekommen? Sagen wir so, wenn man sowas gesagt kriegt, dann findet man das schlimm und dann heult man auch und verbringt eine Zeit in Depression. Ja. Aber auf der anderen Seite, ich habe mir vorher schon gesagt, ich habe ein Leben. Das Leben endet mit dem Tod, das war bei meiner Geburt festgelegt. Mhm. Und wann mein Leben endet, das weiß ich nicht. Mhm. Also ich kann morgen früh vom Auto überfahren werden, also was soll ich mir jetzt wegen dem Herz große Gedanken machen? Mhm. Also ich genieße mein Leben. Also wenn du sagst, das Leben ist schön und man muss das auch immer wieder heraus sagen und auch so empfinden, hat das natürlich eine große Glaubwürdigkeit und wirkt auch nicht zynisch anderen Menschen gegenüber, die sehr krank sind, weil du eben selbst schwerst krank bist. Kannst du denn, also mir fällt das, muss ich sagen, auch sehr schwer, das so nachzuvollziehen. Ich glaube, wenn ich eine so schwere Erkrankung hätte und auch in Kürze damit rechnen müsste zu sterben, weiß ich nicht, ob ich so eine Power, so eine Kraft hätte zu sagen, Mann, das Leben ist schön, der Himmel ist blau und wir haben einen wunderschönen Sommer und die Blumen blühen und so weiter. Woher nimmst du so diesen Optimismus? Kannst du das erklären? Nein, ich kann es nicht erklären, aber ich
weiß ganz genau, dass das Leben irgendwann rumgeht. Und ich kann das jetzt, ich kann mich jetzt hinsetzen, kann jeden Tag heulen und kann depressiv sein und dann ist das Leben zu Ende. Mhm. Oder ich versuche alles zu genießen und das Leben endet dann auch. Also warum es nicht auf die schöne Seite, auf die schöne Art. Sehr, sehr vernünftig, sehr pragmatisch. Aber kannst du verstehen, dass andere Menschen dann doch eher so finster drauf kommen und traurig, depressiv werden? Ich kann verstehen, dass man finster drauf ist und ich habe natürlich meine finsteren Tage und ich habe die Zeit, wo mir zum Heulen ist und dann nehme ich mir auch die Zeit zum Heulen. Guck mal zum Beispiel, ich hatte gerade den Anrufer, den Frank, dessen Kind einen Gehirntumor hat und er hat Angst, dass das Kind bald stirbt. Das fand ich jetzt etwas Schreckliches, dass ich heute dann in dieser Sendung drankomme. Weil für so jemand muss das zynisch klingen, für so jemand muss es schrecklich klingen, weil er es nicht nachvollziehen kann. Mhm. Und gut, aber bei dir tut mir auch leid. Aber bei dir ist es ein anderer Fall, weil du aufgrund deiner eigenen Betroffenheit das so sagen kannst. Das kann man dann ja auch nicht so vergleichen miteinander. Man kann es nicht vergleichen, aber auf der anderen Seite muss man sagen, er hat erzählt, dass er mehrere Kinder hat. Mhm. Und trotz der Tragödie des sterbenden Kindes hat er auch das Glück, Kinder zu haben. Mhm. Also man muss auch das sehen, er hat das Glück, seinen Sohn beim Sterben unter Umständen helfen zu können. Du bist ein sehr positiver Mensch, Bernd. Das gefällt mir sehr gut. Ich habe Respekt davor, dass man es so sieht, das Leben auch so sieht. Ich würde dich gerne zu deiner Krankheit noch fragen, was ist denn das eigentlich für eine Krankheit, die du hast? Also das ist eine Krankheit des Herzmuskels, die hat auch einen Namen, aber den habe ich vergessen, weil ich den nicht so wichtig nehme. Ja. Und die kommt, entweder ist sie angeboren oder sie kommt durch eine verschleppte Infektion. Ja. Genaue Gründe weiß man nicht, aber das ist auch egal. Die einzige Möglichkeit, also man kann das medikamentös behandeln für eine gewisse Zeit. Was du gemacht hast wahrscheinlich? Das habe ich gemacht und der Herzmuskel regeneriert sich, aber bei jeder Infektion verschlimmert er sich wieder und dann regeneriert er sich und er regeneriert sich halt nie mehr ganz zurück. Und irgendwann arbeitet der Herz 80%, dann arbeitet 60%. Und immer weniger. Könnte man nicht was kann man machen? Könnte man eine Transplantation machen? Das hat man mir vorgeschlagen, dass man mich auf die Transplantationsliste setzen will. Ja. Aber also ich persönlich finde es sehr, sehr übel, jeden Morgen aufzustehen, rauszugucken, schönes Wetter, aber es könnte Regen geben. Hoffentlich zerbröselt es jetzt ein Motorradfahrer, damit ich an sein Herz rankomme. Ach so. Selbst das lehnst du ab? Ich lehne für mich persönlich, aber Transplantationsgeschichte ist ein sehr heikles Thema. Ich lehne für mich persönlich Transplantationen ab. Hast du einen religiösen Hintergrund, der dich in diese Richtung so zum Denken bringt? Nein, aber ich denke mir einfach, wir leben in einer Zeit, heutzutage ist es vielleicht noch gesetzlich geregelt, die ganze Transplantationsgeschichte. Ja. In ein paar Jahren kann man sich dann das Organ kaufen, noch nicht bei uns, sondern kauft man sich es halt in Asien oder in Afrika. Und wer Geld hat, der kann sich in Zukunft irgendwas kaufen. Wer kein Geld hat, hat halt Pech gehabt oder muss was verkaufen. Das ist ja schon fast heroisch, dass du so eine Einstellung hast, dass du dein eigenes Leben quasi opferst. Ich opfere doch mein Leben nicht. Nein, aber für diese Einstellung, du könntest ja auch jetzt sagen, okay, ich möchte das gerne machen und könnte dann mit einem transplantierten Organ noch 10 oder 15 Jahre leben. Das könnte sein, aber auf der anderen Seite, ich sag mir, ich habe ein Schicksal. Und das Schicksal sagt, dass ich so und so viele Jahre lebe. Und danach bin ich tot. Und ob ich jetzt mit dem transplantierten Organ länger lebe. Aber das Schicksal könnte ja auch sagen, der soll sich transplantieren lassen. So will ich das. Das weiß ich nicht. Aber ich nehme zum Beispiel den Schriftsteller Anthony Burgess, dem hat man gesagt in jungen Jahren, dass er recht bald sterben wird. Dann hat er sich hingeschrieben, hat Clockwork Orange und andere Bücher geschrieben und ist damit über 70 Jahren an Altersschwäche gestorben. Das ist Schicksal. Ja. Und wenn mir das Schicksal sowas vorbestimmt hat, habe ich nichts dagegen. Also hast du Familie? Nein. Nein, du bist alleine. Ich lebe alleine. Ja. Dann ist es vielleicht auch noch einfacher so zu entscheiden, als wenn man jetzt noch Verantwortung zu tragen hätte und wenn Kinder da wären. Vermutlich ja. Ja, vermutlich ja. Vermutlich ja. Also Bernd. Aber mein Anliegen war einfach mal, da war neulich die Hilde, die angerufen hat, die heute vermutlich ihren Fuß abgenommen gekriegt hat. Ja. Sie hat erzählt, wie schlecht es ihr geht, wie schlecht es ihr mit dem Freund geht und so. Das sind alles Punkte, die ich akzeptiere. Mhm. Und am Schluss hat sie dann erwähnt, dass sie eine Tochter hat. Die Tochter lebt in Spanien und es wäre überhaupt kein Problem, dass sie zu der Tochter geht. Die Tochter wird sich um sie kümmern. Dass das ein Wahnsinnsglück ist, so jemanden zu haben. Ja, ja. Das hat sie nicht gesehen. Ja. Diese
diese ganz normalen Dinge, die einem vor der Nase liegen, die wollen die Leute, oder die sehen viele Leute. Da hast du wirklich, recht, dass man, kann man ja schon sagen, dass wir alle da, glaube ich, ein bisschen blind oft sind. Aber du bist es nicht. Du bist ein Vollblutoptimist und ich freue mich sehr, dass du zu Wort gekommen bist, weil diese Grundeinstellung mir sehr gut gefällt und ich glaube, wenn das artikuliert wird, hat das schon eine Wirkung auch nach außen. Hoffen wir's. Alles Gute von Herzen, Bernd. Dankeschön. Auf Wiederhören. Dir auch. Tschüss. Tschüss. Christina, 15 Jahre alt. Hallo Christina. Hallo. Na, um was geht's bei dir? Also mein Thema ist, ich bin anders. Du bist anders? Ja. Inwiefern? Ich bin Albino. Du bist Albino? Ja. Also, du bist jemand, der sehr hellhäutig ist? Ja. Ne, so stellt man sich Albinos vor, sehr helle, ja, genau. Helle Haare hat. Beschreib du dich doch selbst mal. Also ich habe wasserstoffblonde Haare, die sind zum Teil weiß. Ja. Ziemlich auffällig. Dann ganz helle Haut. Mhm. Ruckzuck kriege ich Sonnenbrand. Ja, du Arme. Und die Augen? Ja, meine Augen sind blau-grau, allerdings zittern die andauernd. Was? Die klickern? Nee, die zittern. Die zittern, ach so. Ja. Das Fall ist, das nennt sich Nystagmus. Und das hat auch mit dem Albinotum was zu tun? Ja, zum Teil. Also es gibt das auch ohne Albinismus, aber es gibt keinen Albinismus ohne Nystagmus. Ah so, naja. Das heißt, wenn man mir in die Augen guckt, zittern die Augen ständig. Also, als würde man die Augen so immer so ein bisschen so zumachen, so ganz schnell? Nee, die Pupillen. Ach, die immer hin und her. Ach so. Ja. Das kann ich jetzt gar nicht so nachmachen wahrscheinlich. Das, nee, wahrscheinlich nicht. Ah, jetzt verstehe ich. Ja, da bist du wirklich anders, so kann man das sagen, ne? Ja. War das für dich schlimm und schwierig in der Schule? Bist du gehänselt worden früher von Kindern? Oder? Also ich war früher auf einer Regelschule. Auf was für einer Schule? Auf einer ganz normalen Schule, ja? Realschule. Ja. Und da war es halt sehr schlimm. Also man war Außenseiter schlechthin und durch die Sehbehinderung halt auch relativ unbeliebt. Achso, du kannst auch nicht so richtig gucken. Also mit Brille nur, oder? Ja, ich müsste eigentlich eine Brille tragen. Ich bin stark kurzsichtig. Ja. Aber man sagte mir, das wäre nicht unbedingt nötig. Also es kann sein, dass ich auch ohne Brille auch gut sehe. Also relativ. Das heißt, da hast du schon eine ganze Menge eingesteckt. Ja. Kann man so sagen. Ja, mir wurden die Haare ausgerissen, ich wurde verprügelt und solche Sachen. Mhm. Wie hast du dich denn da verhalten? Wie wehrt man sich denn da? Also gewehrt habe ich mich gar nicht, aber ich hatte halt zu Hause immer Bauchschmerzen und wollte nicht in die Schule. Und irgendwann hat dann meine Mutter gesagt, dann wechselst du die Schule. Ja. Und jetzt gehe ich in einer anderen Stadt auf eine Sehbehindertenschule. Und ist das, da ist es besser und ruhiger alles? Ja. Ja. Mhm. Also da sind mehrere Albinos. Wie ist das denn so in dem Alter mit 15? Da guckt man ja schon zu den Jungs und da verliebt man sich. Hast du schon einen Freund gehabt mal? Nee, also nicht wirklich. Nee. Hast du da auch ein bisschen Hemmung, einen Jungen anzusprechen oder dich auf einen Jungen einzulassen? Weil du denkst, ah, der findet mich vielleicht blöd oder so? Ja, auf jeden Fall. Also ansprechen auf jeden Fall, weil ich bin draußen relativ schüchtern. Also in meiner Familie nicht so. Ja, jetzt bist du auch überhaupt nicht schüchtern, finde ich. Ja gut, ich kenne dich, ich mag dich und ich bin am Telefon, du siehst mich nicht. Ja, egal, aber das, ich würde dich ja gerne sehen, dann könnte ich dich ja noch besser beurteilen. Ja, aber sobald ich draußen alleine bin, also ich hasse es, in eine Bahn einzusteigen und alle gucken mich an und solche Sachen. Ja, das Gefühl ist wahrscheinlich ganz vertraut, dass alle Leute dich anglotzen, ne? Ja. Die meinen es vielleicht nicht böse, aber die gucken einfach hin, weil es ungewöhnlich ist, ne? Ja, weil du anders bist. Jetzt ist die Sendung leider gleich zu Ende, Christina. Ja. Du hörst die Musik, ne? Aber ich, also wenn du so eigentlich doch so drauf bist, wie du klingst, kann gar nichts schief gehen. Kann gar nichts schief gehen. Da muss auch die erste Verliebtheit irgendwann mal passieren, hoffe ich. Ja, ich auch. Christina, ich wünsche dir viel Glück, alles Gute und ja, ich wünsche dir vielleicht einen netten Freund demnächst. Danke, dir auch. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute Nacht. Wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag um 1 Uhr im Radio bei 1 Live und auch hier im WDR Fernsehen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei Nightwatch, gute Unterhaltung und danach eine gute Nacht. Bis dahin, ciao.